Hallo zusammen, heute möchte ich einmal die neue Miniaclein von Mafra mit den neuen Dr. Wack Produkten vergleichen. Und als Referenzprodukt trage ich hinten noch den Sonax BSD drauf. Mit dem Ultra Speedwax wurde versucht, eine Kombination aus herkömmlichen Wachsen mit den Ansprüchen einer keramischen Versiegelung zu erreichen. Es wird uns ein Red Look versprochen und eine sichtbare Farbvertiefung mit einer Standzeit von ca. 4 Wochen. Die 500 ml kosten ca. 19 Euro. Der Detailer ist ein typischer Detailer. Er kann leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke, Staub oder Wassertropfen entfernen. Er eignet sich auch perfekt, um Schutzschichten wie Wachse und so weiter zu pflegen und deren Standzeit zu verlängern. Er kann sowohl als Trockenhilfe als auch auf trockenem Lack angewendet werden. Die 500 ml kosten ca. 12 Euro. Das High-End Spreewax verspricht einen spiegelglatten Glanz und es soll die Farbe auffrischen. Dabei soll es ein tolles Glättegefühl und eine geschmeidige Oberfläche mit schönen Wasserfällen geben. Weiße Schlieren auf Kunststoffen sind ausgeschlossen. Die 500 ml kosten ca. 17 Euro. Als letztes noch der High-End Speed Detailer. Er erzeugt ein Glanzfinish und fantastische Bleeding-Wassertropfen. Er lässt sich frei von Wolken und Schlieren verarbeiten. Er kann als Topping für vorhandene Schutzschichten verwendet werden und dient somit als Abhellbooster. Er kann auch auf nassem Fahrzeug als Trockenhilfe eingesetzt werden. Die 500 ml kosten ca. 17 Euro. Und das Referenzprodukt, der Sonax BSD, der kommt hier hinten drauf. So, wir tragen nun gemeinsam auf. Ich werde versuchen, auf den Flächen komplett aufzutragen, dann nach ca. 30 Minuten hier noch einmal abzukleben und eine kleine hintere Fläche mit dem Detailer zu toppen, ob es wirklich bei der Standzeit etwas bringt. So, wir fangen mit dem Ceramic Speedwax an. Ein bisschen hinzu. Ja, das sollte auf alle Fälle reichen. Einmal verteilen. Einmal das Tuch auf die weiche Seite drehen. Und die Überschüsse ausprobieren. Weiter geht's mit dem Dr. Wack High End. Das Dr. Wack lüftet definitiv schneller ab. So, einmal umdrehen das Tuch und auspolieren. Als letztes kommt hinten als Referenz noch der Sonax BSD drauf. Wechseln und auspolieren.
das war's. Jetzt warten wir 30 Minuten. Dann kommt noch die Tele als Topping drauf. So, die 30 Minuten sind um. Jetzt machen wir auf dem letzten Ende ein bisschen Topping. Und auspolieren. Und auspolieren. So, jetzt warten wir mal einen Tag ab und dann geben wir Wasser drauf. So, jetzt werden wir einmal unsere Sprühversiegelung mit Wasser belasten. Hier ist einmal das Caramac von Mafra. Hier das Mafra mit Detailer drauf. Jetzt gehen wir einmal rüber zu dem Dr. Wack. Hier ist das High-End Spraywax drauf. Und hier das High-End mit Detailer. Und als Referenz der Sonax BST. So, ich hol euch wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Jetzt geben wir einmal Wasser draus. Aus der Maniac Line das Ceramic. So, einmal noch mit die Kehle als Topping. Dann gehen wir einmal rüber zu dem Dr. Wack. Das Dr. Wack High End. Anderthalb Tage nach der Wäsche. Und nochmals Topping mit Detailer. Und unser Referenzprodukt, der Sonax Brilliant Shine Detailer. So, ich hole euch beim nächsten Update wieder. So, das letzte Update. Einmal das Maniac Line. Mit die Taylor noch mal. Das ist schon ziemlich. Dann gehen wir einmal rüber zu dem Dr. Wack High End. Nochmal Dr. Wack mit die Taylor drauf. Nochmal aus der Ferne ein bisschen. Damit wir ein bisschen feiner was nebeln können. So. Und zum Vergleich nochmal der Sonax Brilliant Shine Detailer. So, ich probiere so nochmal. Maniac Line. Und rüber zum Dr. Wack. Schwer zu sagen. Dr. Wack. Maniac Line.
Sonax BSC.